den blauen Weiten der Ozeane leben die größten Tiere der Erde, die Wale. Sie wandern zwischen den wärmeren und kälteren Meeren hin und her. Im Sommer begeben sie sich aus den südlichen Gewässern nach Norden. Und auf dem oft monatelangen Weg machen sie immer an den gleichen nahrungsreichen Stellen Rast, um sich zu erholen und um ihre Fettreserven für kommende Strapazen aufzufüllen. Und dort hat man manchmal das Glück, sie zu sehen. Sicherlich wird es für jeden unvergesslich bleiben, diese sanften Giganten zu beobachten. Wie sie tanzen, wie sie aus dem Wasser schnellen, als würden sie nicht viele Tonnen wiegen. Und sicherlich ist es bisher nur ganz wenigen Menschen passiert, dass sie die Wale singen gehört haben. Diese Töne und Melodien, die unter Wasser sehr weit zu vernehmen sind, ist die Sprache, mit der sie sich verständigen. Es ist der Gesang der Wale. In der gesamten Tierwelt gibt es nichts Vergleichbares. Und jetzt möchten wir euch eine Geschichte erzählen, in der ein Mädchen namens Daffy, der Wal B-Moll und der Delfin Elva die Hauptrollen spielen. Hört nur zu. Eine strahlende Feriensonne scheint auf ein blaues Meer, das seine schaumigen Wellen in langen Reihen auf den sandigen Strand schiebt oder an den Felsen zerschellen lässt. Und sie scheint auch auf die recht einsame, romantische Uferstraße, die sich an eben dieser Küste entlang schlängelt. Hier kurven Julie und Michael, frisch verheiratet und sehr verliebt, mit ihrem offenen Jeep entlang. Wie fühlst du dich, mein Schatz? Soll ich mal fahren? Du spinnst doch, das ist erst der zweite Monat. Michael kann sein Glück gar nicht fassen. Er springt auf seinen Sitz und schaut sich die strahlende Welt aus der Höhe an. Hast du schon mal so eine tolle Gegend gesehen? Da hat mein Alter wirklich recht. Riech das Salz, den Seewind, und du fühlst die Power. Ja, bärenstark. Und liebst du mich, dann liebst du den Wind, die Gezeiten und das Meer, wo Bretter klatschen und die großen Schiffe schnauben. Du gehörst echt ins Radio. Wirklich? Vielen Dank. Dir gefällt dieses kleine Lied von mir. Dann würde ich dich einfach abstellen. Meine Frau, neidisch. Das Meer. Julie, stopp! Doch mit einem Mal packt ihn das kalte Entsetzen. Dort im Wasser, nicht weit von der Küste entfernt, treibt bewegungslos ein Kinderkörper. Oh Gott. Michael! Fahr zum Dorf zurück. Hol Hilfe. Und beeil dich! Während Michael wie verrückt zum Strand hinunterrennt, hat Julie schon das Auto gewendet und ist auf dem Weg zurück zum Dorf. Die ersten Leute, die sie sieht, sind alte Männer, die an einer Tankstelle rumsitzen. Sie bremst scharf und springt aus dem Wagen. Da treibt ein Kind im Wasser, ertrunken, direkt an der Straße, etwa eine halbe Meile von hier. Ungläubig schaut sie die lachenden Männer an. Sind das Verrückte? Wenig später stoppt sie vor dem Hotel, in dem sie und Michael einen Monat Ferien machen wollen. Niemand ist zu sehen. Dann kommt ein Junge um die Ecke. Da treibt ein Kind im Meer. Hol Hilfe! Keine Panik, ist nur meine Schwester. Währenddessen rennt Michael über Stock und Stein. Der felsige, dicht bewachsene Uferhang macht ihm Schwierigkeiten, aber das stört ihn nicht. Er fällt hin, springt auf und rennt weiter. Während des Laufens wiederholt er die Erste-Hilfe-Regeln zur Rettung Ertrinkender. Hier kräftige Atemstöße in den Mund des Ertrunkenen. Dabei muss man aufpassen, dass die Luft wirklich eindringt.
Und Julie sucht noch immer nach Hilfe. Aber inzwischen sind ihr die Reaktionen der Leute unheimlich geworden. Miss? Ja? Was ist, wenn ich ein ertrunkenes Kind gesehen habe? Oh je, Sie sind bestimmt zum ersten Mal hier, oder? Was in aller Welt hat das zu bedeuten? Endlich hat Michael das Meer erreicht. Er braucht nur noch wenige Meter Wasser zu überwinden, seinen Arm ausstrecken und das Mädchen bergen. Drittens, so schnell wie möglich das Opfer aus dem Wasser bergen und auf festem Boden legen. Mach bitte nicht so einen Krach! Hallo? Hallo. Was machst du da? Tonaufnahmen. Ja, was denn? Die Töne meiner Wale. Sie singen. Du glaubst mir nicht? Ja. Dann hör doch selbst. Pack deine Ohren ins Wasser. Ja. Er probiert es. Erst das eine und dann das andere. Beide Ohren. Beide Ohren. Mhm. Mit einem Platscher taucht er ganz unter. Hast du es gehört? Ich fürchte, nein. Mit so viel Ungeschicklichkeit hat Steffi Mitleid und gibt ihm die Kopfhörer. Setz ihn auf. Sind das wirklich Wale, die da singen? Nicht nur Wale, Buckelwale. Oh, die Buckelwale haben Buckel und dann noch einen Knubbel. An der Nase. Echt niedlich. Das ist schon erstaunlich. Du denkst, die wären hier ganz in unserer Nähe. Sie sind etwa 3 oder 4 Meilen entfernt. Unter Wasser hörst du alles viel klarer. Es transportiert den Schall besser als die Luft. Wirklich? Michael ist fasziniert. Ich habe noch nie so etwas gehört. Das ist Musik. Ich dachte, du bist tot. Wirklich? Mit Daffys Motorboot fahren sie zum Hafen. Wie kommt es, dass du so gut schwimmen kannst? Ich bin im Wasser zu Hause. Das ist vielleicht ungewöhnlich. Ich konnte schwimmen, bevor ich krabbeln konnte. Ah ja, eine Meerjungfrau. Aber ohne Schwanz. Und hier wartet eine freudige Überraschung auf das Mädchen. Opa! Opa Tobi! Ah! Opa Tobi! Käffi, geht's dir gut? Bist du schon lange hier? Seit vorgestern. Ganz genau wie die Wale. Bring die restlichen Sachen an Bord, ich komme auch gleich. Das ist ein Freund von mir. Er heißt Michael. Ah. Michael, komm her. Ja. Hallo, Sir. Du erinnerst mich an die Longbirds, an Teds Seite der Familie. Ja, er ist mein Großvater. Dann bist du auch von hier? Mein Vater stammt von hier. Mhm. Und dieses Mal fährst du nicht so schnell wieder weg. Ah. Reicht dir ein Monat? Klasse! Ich habe da ein Fernsehteam mitgebracht. Sie wollen einen Film über Buckelwale machen und haben mein Boot geschartert. Es sind schon jede Menge hier, weißt du? Ich schätze, es sind mindestens 6. Hast du sie gesehen? Ich höre sie singen.
Sie sind in der Nähe von New Island. Du kommst dazu kommen. Bestimmt. Nun bringt Michael Daffy nach Hause und hofft, dass er dabei seine Frau Julie trifft. Ich wusste nicht, dass Wale reden können. Doch, können sie. Sie erzählen sich ganze Geschichten. Lustige. Die schönsten erzählen sie seit 100 Millionen Jahren. Und manchmal unterhalten sie sich auch darüber, wo die Schiffe hinfahren. Und sehr oft reden sie auch über ihre Kinder. Ach, hör auf, das gibt's doch gar nicht. Ich hör's doch. Opa Hector! Genießt du deine Ferien? Und wie? Guten Morgen. Guten Morgen, Sir. Michael bleibt einen Monat immer und Männer. Er und seine Frau machen hier Ferien. Aha. Sag mal, wie viele Opas hast du eigentlich? Oh, er ist nicht mein richtiger Opa. Genau wie Opa Tobi. Sie sind Brüder. Old Manor hier gehört Opa Hector. Meine Eltern arbeiten für ihn, seit ich klein war. Und Opa Tobi? Oh, er ist Captain. Er segelt immer nur. Er ist mit seinem Boot mindestens schon 10 Mal um die Erde gesegelt. Und jetzt kommt der Endspurt. Und tatsächlich ist Julie nicht weit. Das hier ist einer unserer Bonsais. Er ist klein, aber er ist schon 12 Jahre alt. Sie meinen, er hat aufgehört zu wachsen? Nicht wirklich aufgehört, nur... Julie! Julie! Entschuldigen Sie, ist okay. Das ist Julie. Sieht nicht übel aus. Alles in Ordnung? Ja, nachdem mir die Leute erzählt haben, was los ist. Ich habe gehört, du heißt Krabbe? Ja. Du wirst staunen, wenn du das Zimmer siehst. Das ist alles nichts gegen unsere Buckelwale. Oh ja, hier, nimm den Rekorder. Okay, bis später. Okay, danke. Michael, was soll das? Hör dir's an. Michael hat Julie die Kopfhörer übergestreift und sie lauscht gespannt diesen unbekannten Lauten. Das ist fantastisch. Es ist speziell. Ja, richtig speziell. Lass mich noch mal genau hören. Noch nicht. Nein, der hier. Hörst du das? Daffy! Also, was ist passiert? Überhaupt nichts, Mami. Es war seine Idee, mich zu retten. Und Daffy, die alles im Laufschritt erledigt, sobald sie festen Boden unter den Füßen hat, rennt durch den Park. Wie ein Wirbelwind, vorbei an Mutter und Bruder, bis zum Bootsanleger auf der anderen Seite. Hey, was gibt das? Ich mach einen Test. Elva, Daffys Freund, der Delfin, ist sofort zur Stelle. Elva! Ich liebe dich. Ja, wir haben gerade mit ihm gesprochen. Er gefällt dir sicher. Er ist drollig. Und sein Name ist Michael. Kannst du das sagen? Michael? Michael! Michael! Na los, sag Michael. Ich mach es dir vor. Michael. Oh Mann, nicht ich lieb dich, Michael. Der Vieh hat ihm ja schon eine Menge Kunststücke beigebracht, aber sprechen wird er wohl doch nicht lernen. Ach klar, du hast Hunger, hm? Während Elva mit dem von Daffy gestifteten Fisch wieder in den Fluten verschwindet und das Mädchen ihm lachend nachschaut, findet in der Hotelküche ein ernstes Gespräch zwischen Daffys Mutter und Opa Hector statt. Sehr schön, wir haben 2 neue Gäste, okay?
Lies, wird Zeit, die Karotten reinzutun und sag mir Bescheid, wenn du noch mehr brauchst, okay? Riecht gut, aber die Gäste kommen zuerst. Soll ich dir was verwahren? Lorraine, kann ich dich einen Moment sprechen? Okay, bin gleich wieder da. Lorraine, ich habe eine wichtige Entscheidung getroffen. Du willst dich also endlich verheiraten? Nein, ich verkaufe Old Manor. Hier. Das Haus verkaufen? Julie und Michael haben sich in ihr Hotelzimmer zurückgezogen. Schließlich haben sie Ferien. Sie rührt sich kein bisschen, liegt da wie tot. Plötzlich springt sie auf, klatschnass, die Haare im Gesicht. Sie sagt, sei leise und dann lacht sie dieses wundervolle Lachen. Und sofort hast du dich verknallt? Ja, geknallt, aber ins Wasser. Dein Hemd ist auf links. Oh. Und dann hat sie mir gezeigt, wie man unter Wasser hört. Was machst du da? Julie hält den Rekorder mit den Walgesängen an ihren Bauch. Vielleicht kann das Baby die Töne verstehen. Schließlich haben wir Menschen vor Urzeiten auch im Wasser gelebt. Du kommst auf Ideen. Glaubst du wirklich? Ah? Er hört das? Aha. Schon möglich. Hörst du? Ist toll, ne? Der Gesang einer unglücklichen Seejungfrau. Los, komm! Mit der Hose? Noch steht der tatendurstige Michael allerdings in Unterhose. Du hast einen Knall. Kommst du nur oder nicht? Na sicher. Na los! Willst du sie sehen oder nicht? Ich komm ja schon! Na komm! Und wenig später gehen sie durch den herrlichen Park, um Daffy und Elva zu besuchen. Sie sagt, Elva kommt jeden Sommer hierher und geht im Herbst in den Süden. Als würden Daffy und er wieder zur Schule gehen, wenn die Ferien zu Ende sind. Wie alt ist er denn? Er wurde 11 im März. Oh, Michael, guck mal, die Blume. Er wurde 11 im März, genau. Wunderschön. Wie Daffy, hm? Lächeln. Oh, gut. Hörst du zu? Ja, sicher. Tust du nicht. Okay, entschuldige. Also jedenfalls ist er 11 geworden im März, genau wie Daffy. Und sie meint, er ist am gleichen Tag geboren wie sie. Oh, Michael, sieh mal da drüben. Was ist denn? Ja, ach. Warte. Du kannst dir ruhig die Zeit nehmen, mal dran zu riechen. Ach. Riech mal. Hm. Super, hm? Ja, toll, komm jetzt. Nein, mach ein Foto von mir. Hm. Von uns. Lächeln. Tschüss. Nun komm auch. Die Kleine wartet auf uns. Da kannst du ja auch fotografieren. Okay? Michael! Hey! Du könntest wenigstens auf mich warten. Ach. Daffy hat sich in der Zwischenzeit mit Elva amüsiert. Und da wird ihr die Zeit nie lang. Oh, danke. Danke, Elva. Hm. Ah. Oh, und jetzt begrüßt du Michael. Da ist er. Geh hin und sag Hallo. Hallo. Das Hallo. Lässt Elva sich nicht zweimal sagen. Mit einem gewaltigen Satz schnellt er direkt vor Michaels Nase aus dem Wasser und klatscht mit einem riesigen Klatscher ins Wasser zurück. Sieh doch, der lacht mich aus. Hey du! Michael bleibt quatschenass mit einem etwas dümmlichen Gesichtsausdruck stehen.
Opa Hector versucht noch immer, Duffys Mutter von der Großartigkeit seines Plans zu überzeugen. Das ist ein Riesenprojekt. Sie wollen hier einen Golfplatz anlegen und in der Bucht einen großen Yachthafen bauen. Und sie beantragen die Lizenz für ein Spielcasino. Was soll das alles, Hector? Solche Geschäftemacher passen nicht hierher. Dein ganzes Leben steckt in dieser Anlage. Exakt, 40 Jahre meines Lebens. Ich habe gearbeitet wie ein Teufel. Ganz allein. Toby fiebert in der Weltgeschichte herum. Und ich? Das Leben ist kurz, Lorraine. Ich war immer nur hier. Habe ich nicht auch mal ein Recht auf ein eigenes Leben? Natürlich. Würdest du bitte John die ganze Geschichte erklären? Hoffentlich gibt's mit den Kindern keine Probleme. Bei Delphi sicher. Sie wird es kaum begreifen. In der Zwischenzeit ist Daffy zu Elva ins Wasser gesprungen und die beiden führen die tollsten Kunststücke vor und kaspern herum, als wäre Elva tatsächlich ein Kind und kein Meeresbewohner. Hörst du das? Ja, wie das an? Ganz toll, Daffy! Noch eine Runde! Hey, damit kannst du im Zirkus auftreten! Was macht Elva denn jetzt? Das gibt's doch gar nicht. Nochmal! Ja! Bravo! Beweg dich! Schneller! Hallo! Los, andere Runde! Also fantastisch! Ist sie nicht toll? Ich bin Michael. Ah, das ist Daffys Retter. Ja, Neuigkeiten verbreiten sich an Land schneller als unter Wasser. Hallo. Hallo, du Krabbe. Na und? Was na und? Sind die Aufnahmen was geworden? Nö, nicht mal ein Tönchen. Und ich saß geschlagene 2 Stunden im Wasser. Nichts. Sie haben die ganze Zeit nicht mal einen Pieps gesagt. Oh. Hey, du nimmst mich auf den Arm. Hast du Aufnahmen? Jede Menge. Die Kassette ist in der Tasche. Lecker, lecker. Hey, wow, 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 wow. Er will nicht beißen. Delfine beißen nie jemanden. Na, hoffentlich bei den Beißerchen. Ups. Ein Schnüffeln, der hat ihn. Aber er hat nicht geschnüffelt. Er hat's gesehen. Delfine können gar nicht riechen. Ah. Ever. Auch ihr Sehvermögen ist eingeschränkt. Sie navigieren mit Echosignalen. Ja! Sie orientieren sich, indem sie kleine Laute ausstoßen, bis zu 1200 pro Sekunde, wie bzzzt. Und das kommt als Echo zu ihnen zurück. Aber wie Fledermäuse an Land. Ja, dadurch wissen sie immer genau, wo sie sind. Wie weit entfernt die Gegenstände sind. Ihre Form und Größe lassen sich so bestimmen. Wenn du mit einem Delfin im Wasser bist, dann sieht er durch dich hindurch. Wie mit Röntgenstrahlen. Nicht nur die Knochen, die winzigsten Organe, er sieht sie. Hey, guck! Und dann springt der Delfin in seiner ganzen Größe aus dem Wasser und über Daffy hinweg wie ein Löwe durch einen brennenden Reifen im Zirkus. Ein Löwen. Also, wenn ich jetzt zu ihm ins Wasser gehen würde, könnte Elva dann sehen, dass ich ein Baby kriege? Oh, ist das so? Ja. Sicher könnte er das. Elva würde das gleich erkennen. Jetzt hat sich Daffy mit ihrer Blockflöte auf den Bootssteg gesetzt und der Delfin dreht sich im Kreis, als würde er tanzen. Es ist das erste Mal, dass ein Flaschennasendelfin so weit nördlich gesehen wurde. Dieser Sommer ist der 7., den Elva hier ist. Er ist für uns zu einem echten Phänomen geworden.
Wir hatten Spezialisten aus der ganzen Welt hier, die sich davon überzeugen wollten, dass er wirklich hier ist. Aber keiner konnte uns sagen, warum er diese Reise macht. Na, der Grund ist Daffy. Ach. Aber das Merkwürdigste dabei ist, die Bucht ist Elvas Domäne. Wenn er einmal da ist, bleibt er da den ganzen Sommer. Ein paar Mal hat Daffy versucht, ihn aufs Meer rauszulocken. Aber er hört nicht auf sie. Natürlich ist auch Daffys Vater nicht begeistert von Hectors Plänen. Was Lorraine da sagt, hat mich umgehauen. Warum verkaufen, wenn es so gut läuft? Wir haben diesen Sommer mehr Gäste als je zuvor. Das ist meine Chance zu verkaufen. Ich sorge auch dafür, dass ihr übernommen werdet, und zwar jeder von euch in seiner Position. Wirklich sehr freundlich, dass du auch an deine Leute denkst. Was soll ich denn auf dem Golfplatz machen? Oder im Spielkasino? Hallo, Daddy! Hallo, Opa! Und wie willst du das Daffy klarmachen? Und dem guten Elva. Wenn die aus der Bucht einen Yachthafen machen, dann ist eines sicher. Den werden wir nicht mehr wiedersehen. In einer dieser lauen Sommernächte haben sich die Besucher und Bewohner von Old Manor auf der Terrasse eingefunden. Daffy hält eine kleine Ansprache. Danke und herzlich willkommen, auch von unseren Walen. Sie haben vielleicht schon gehört, Wale lieben Musik. Heute werden sie also ein Konzert für sie singen. Doch hier ist es leider zu eng. Also hören sie eine Aufnahme. Seewind spielt in ihren langen roten Haaren. Daffy steht völlig in sich versunken da und spielt auf ihrer Blockflöte ein Lied für die Wale. Das ist ein Traum. Den kein menschlicher Geist erfüllen kann. Die absolute Schönheit. Ich frage, ob er es hören kann. Ich hoffe ja. Ich kann mir nicht vorstellen, hier wegzugehen. Irgendwo anders zu leben. Noch immer beeindruckt erzählt Julie Michael von ihrem Erlebnis bei Sonnenaufgang. Hier. Schau mal. So habe ich sie gerade gesehen. Ich weiß nicht, wie lange ich sie beobachtet habe. Es war, als würde ich eine Statue ansehen. Da stand sie in ihrem Nachthemd, ganz konzentriert. Später habe ich sie angesprochen. Sie sagte, sie müsste die Energie der Sonne einfangen, sobald sie aufgeht. Verrückt, nicht? Komisches Kind, hä? Ich glaube, es ist mehr als das. Später am Morgen sind Daffy und die Biologin Anne in einem kleinen Motorboot hinausgefahren, um die Wale zu belauschen. Besonders Daffys Lieblingswal, B-Moll. Jetzt geht's los, pass auf. Okay, ich bin soweit. Hörst du sie? Nein, ist sie da? Ja, genau wie letztes Mal. Anne, das kapiere ich nicht. Wie kommt es, dass du nichts hörst? Tja. Nein, keinen Ton. Aber wieso kann ich etwas hören und du nicht? Tja. Jetzt schnarcht sie. Och nein. Dein Mittagsschlaf ist zu Ende. Aufstehen, du verpennst deinen Job.
Richtig. Sie ist genauso stur wie Elva. Du hättest mal gestern in den Unterricht hören sollen. Ich musste einen einzigen Ton den ganzen Morgen spielen. Sie mochte den Ton vielleicht nicht. Oh nein, ihr gefiel nicht, wo ich gespielt habe. Ah, ich verstehe. Sie ist ein Dickkopf. Also. Hast du es gehört? Sie ist schon viel besser. Ja, aber das kannst du aufholen, du Krabbe. Ach, Daffy, du hast da wirklich eine tolle Musiklehrerin. Ja, die tollste. Und die größte. Ja. Ihr Name ist B-Moll. Für die Unterhaltung der Feriengäste wird bestens gesorgt. Also, für heute ist wieder ein toller Ausflug vorgesehen. Heute Morgen sind zwei Touren im Programm, nämlich eine Bootstour für die Seefahrer unter Ihnen. Sie können mit mir auf dem Schiff von Old Manor eine Fahrt aufs offene Meer machen. Und vielleicht begegnen wir ein oder zwei Walen da draußen, wenn wir Glück haben. Wenn wir die Wale sehen, machen die dann die lustige Musik? Oh, wir treffen ein Orchester von Walen. Das macht Musik für dich. Also, das war mein Angebot an alle, deren Federhüte Wind aushalten. Die anderen machen eine Tour mit dem Bus zu einer Halbinsel hier in der Nähe. Unser Reiseleiter Bernard wird Ihnen da die Nistplätze der Papageientaucher zeigen. Auch Daffy ist schon wieder im Park auf Achse. Da drüben ist noch ein Weg, der zum Hotel führt. Da haben wir mit den Bauarbeiten für einen Spielplatz angefangen. Fährst du heute mit dem Boot raus? Du willst wohl einen Seemann aus mir machen, hm? So schnell gebe ich nicht auf. Daffy! Kann ich kurz mit dir reden? Entschuldige, Opa, aber wenn ich in einer Minute nicht da bin, dann kriegt Alexander einen Infarkt. Infarkt heißt das! Ganz egal, er spielt verrückt. Bye! Und ihren Bruder Alexander trifft sie in dessen Rumpelkammer, die er aber als ein Zimmer bezeichnet. Hi, Dev. Hi. Mensch, das musst du dir unbedingt anhören. Na, ein Wahnsinns-Sound, hä? Hast du nicht etwas mit noch mehr Power? Oh ja, aber du wirst wild, wenn ich das spiele. Wieso? Ja, wie du zur Madonna-Platte gesungen hast. Hey, das habe ich aufgenommen. Oh, das ist nicht meine Warte. Hey, ich habe das jetzt hier reingetan. Grüß sie. Au, voll an, spinnst du? Oh, ein Donnergrollen. Oder ein echtes Warnsignal. Ist die Sprache drauf? Was denkst du denn? Oder Disney? Das sind Michael und Julie. Die sind super nett. Huhu. Na, von mir aus lass reinkommen. Also, diese Aufnahme ist perfekt. Stark, was? Oh Mann, das wird irre. Die fröhlichen Stimmen der Kinder sind bis in den Park zu hören. Die armen Kinder sind völlig ahnungslos. Arme Delphi. Ihre Mom sagt, sie will mit ihr reden. Ja, aber wer redet mit Elva? Michael! Wenn er es ihr sagt, dann wird es vielleicht nicht ganz so schlimm für sie. Er ist schließlich auch betroffen. Ein Irrer. Ich bin mit einem Irren verheiratet. Wir sehen uns am Pier. Okay. Sei ausnahmsweise gleich pünktlich da. Ich will die Tour zu diesen berühmten Wahlen nicht verpassen. Okay, okay. Juhu! Wo ist er denn? Elva! Elva, komm her, mein Junge. Juhu! Juhu! Oh, hi. Wo warst du denn? Hey, wie geht's dir denn? Gut, ja? Hör zu, ich muss mit dir reden. Das Hotel Old Manor soll verkauft werden, okay? Verkauft! Hey, nein! Komm zurück! Elva!
Das ist ganz wichtig. Hör zu, Mann. Old Manor wird verkauft. Ja, ich lieb dich auch, aber... Nein, hau nicht ab. Ach, der will spielen. Nein, nicht spielen. Das ist wichtig. Komm zurück. Du musst es Daffy sagen. Okay, ich seh dich. Oh, gut. Jetzt hör mal zu. Du hörst mir zu, okay? Na komm, Old Manor wird... Ach, verdammt noch mal. Hey, du! Hey! Elva! Old Manor soll verkauft werden und du musst es Daffy schonend beibringen, damit sie nicht so traurig ist. Aber wirklich ganz schonend, ja? Schonend. Gesicht. Ja, keiner klitscht so aus wie Bernhard. Der kriegt eine knallrote Birne und springt im Dreieck. Ich wette, dem fallen die Hosen runter. Los, komm, wir müssen da sein, bevor die Touris kommen. Na klar. Die Geschwister haben finstere Pläne und auch das gleiche Ziel wie die Touris. Den Ausflugsdampfer hat Michael trotz Endspurt, bei dem er hauptsächlich in einem Tümpel landet, natürlich verpasst. Hey! Warte! Komm zurück! Gib mich mit! Ich hab's versaut. Aber Julie kennt ihren Mann. Sie hatte sich auf einem Stein in der Sonne gemütlich gemacht. Ohne euch gefahren? Ja. Mein Vater hat vielleicht Nerven. Ja. Hey, fahrt doch mit uns. Wohin? Wo Bernards Tour hingeht. Zu einem Picknick? Nö, mehr so aus Quatsch. Kommt ihr? Was habt ihr beiden zum Kichern? Ja, was habt ihr denn? Hier? Mach den Motor aus, Steffi. Okay, ja. Au, sei bloß vorsichtig. Ah, entschuldige. Ich bin doch kein kompletter Idiot. Alles okay? Ja, wenn du mich loslässt. Ah! Oh je. Toller Witz. Ich bin nicht verletzt, falls ihr euch Sorgen macht. Das hätte ja sein können. Ihr geht darauf. Und wenn ihr Bernhard seht, bleibt bei ihm. Aber bitte, ihr sollt euch möglichst leise bewegen. Alles klar. Bis dann. Und die vier verteilen sich auf der Insel. Ach, klasse, dass du zu spät gekommen bist. Wollt ihr für euren Film einen tollen Gag haben? Hey, Kids, schwert ab, los! Das werden sie bedauern. Das wird bestimmt ein Scheiß. So wie der sich auch spielt. Den kriegen wir, bevor er geht. Vom Touristenboot aus kann man die ersten Wale sehen. Im Sommer verlassen die Inselwale die warmen südlichen Gewässer und bewegen sich nach Norden. Wir nehmen an, dass sie für den Weg einen Monat. Oh, fantastisch! Die Massen! Ihr Ziel sind Gegenden, wo sie was zu fressen finden. Das Fressen ist der einzige Grund, warum sie hier sind. Sie fressen sich Polster, weil sie auf dem langen Weg nach Süden vielleicht über Wochen keine Nahrung finden. Die Seeleute nennen sie die Clowns der Meere. Hey, da drüben, der da! Gott, ist der riesig! Da! Da! Jetzt ist einer am Steuerbord. Achten Sie auf die weißen Flecken an seinem Schwanz. Sehen Sie? Das Muster dieser Flecken ist bei jedem Buckelwal anders. Man findet nie zwei, die sich gleichen. So ähnlich wie die Fingerabdrücke beim Menschen. Dadurch ist es uns möglich, jeden Buckelwal wiederzuerkennen. Was für ein imponierendes Bild. Die riesigen grauen Leiber dieser Kolosse erheben sich aus den Fluten und lassen sich zurückfallen in ihr nasses Element. Und auf der Insel, wo Daffy und ihr Bruder sich schon bereithalten, sind inzwischen die Touris mit dem Reisebegleiter Bernard eingetroffen, um die Papageientaucher zu besichtigen. Von hier an müssen wir uns bücken. So nah wie möglich am Boden bleiben, verstehen Sie?
Und machen Sie keinen Lärm. Schon das kleinste Geräusch kann die ganze Kolonie aufschrecken. Also bücken und leise sein. Blicken Sie über den Rand. Und, Madame, würden Sie den Blumenhut bitte abnehmen? Er könnte die Vögel erschrecken. Jetzt bleiben Sie stehen. Und tatsächlich sind eine Menge Papageientaucher zu Hause. Sie sehen aus wie Mini-Pinguine mit Papageienschnäbeln. Schwarz-weiß natürlich. Jetzt verrenken Sie die Hälse, wo das wohl herkommt. Ladies and Gentlemen, heute begrüßen wir in unserer Sendung Mrs. Holly Bonfeature. Hallo, Mrs. Bonfeature. Hallo. Mrs. Bonfeature, was halten Sie von all den Touristen, die Sie hier besuchen kommen? Die beiden Halunken. Manchmal mag ich's. Mach lauter. Hasse ich sie. Besonders dann, wenn sie einfach anmarschieren kommen und beim Essen stören. Wir gehen ja auch nicht auf sie los und stören sie, wenn sie gerade essen. Und ich mag nicht, wenn sie unsere Babys erschrecken. Das regt mich sehr auf. Wissen Sie denn nicht, dass Sie damit einen Nervenzusammenbruch verursachen können? Oder sogar einen Herzinfarkt? Oh, da habe ich mir einen Versprecher noch geleistet. Ist, Opa sagt, es heißt nicht Infarkt. Ach, egal. Manche treten sogar auf unsere Eier. Sagen Sie ihnen doch mal, dass sie aufpassen sollen, wo sie langgehen, Bernard. Und passen Sie auch auf, wo Sie Ihre großen Füße hinsetzen. Oh, Mann! Super! Inzwischen hat sich Bernard schon ziemlich nah an die beiden Übeltäter herangegriffen. Daffy sieht ihn zuerst und sucht ihr Heil in der Flucht. Lass mich nicht an! Mein Arm ist gebrochen! Warte, du kleine Bestie! Dafür wirst du mir büßen! Du hast dich das letzte Mal über mich lustig gemacht! Komm sofort zurück! Daffy! Diesmal kannst du nicht so einfach wegwerfen. Komm zurück! Oh, Daffy! Daffy! Hey, Sie, Moment mal, stopp! Da. Daffy! Daffy! Daffy, wo steckst du? Ach. Wo bist du? Daffy! Komm da raus! Auf seiner Jagd nach Daffy ist Bernard noch dem Filmteam mitten durchs Bild gelaufen, die sowieso schon gelinde verzweifelt sind. Denn durch die Böllerschüsse vom Band hat sich ihr wunderschön eingestelltes Motiv Daffy, in flatternde Flügel Daffy, verwandelt. Daffy! Wo willst du denn hin? Hier kannst du nicht einfach wegrennen! Warte! Warte! Und nein, Daffy springt kurz entschlossen in das Schlauchboot des Filmteams und braust fröhlich winkend hey, davon. Stopp! Geh weg da! Hey! Hey! Wir haben da noch Sachen drin. Dann komm und hol die. Ach, Plagen. Tschüss. Sehen uns zu Hause. Daffys Mutter kommt Anne in deren Arbeitszimmer besuchen. Bevor du dich zu Tode schuftest, musst du erst was essen. Oh, danke, du bist ein Schatz. Ist dir eigentlich auch aufgefallen? Oh, ich bin sicher, dass du es bemerkt. Dass Daffy ganz eindeutig mehr hört als der Rest von uns? Ich weiß, das fiel uns auf. Da war sie gerade 4 geworden. Unser Hund Susi, du erinnerst dich? Die beiden haben immer zusammengespielt. Mir ist aufgefallen, dass Daffy und Susi zur gleichen Zeit in ihren Bewegungen erstarrten und lauschten. Aber ich hatte nichts gehört. Ich habe mir angewöhnt, auf die Straße zu sehen. Denn wenn sie sich so verhielten, kam jemand her, den sie lange vor mir gehört hatten. Weißt du, das ist jetzt der 2. Sommer, den ich hier mit Elva arbeite. Aber Daffy ist mindestens so faszinierend. Ich würde sehr gern mit Daffy hier einen Gehörtest durchführen. Kein Problem. Das könnte helfen, etwas zu beweisen. Es ist außergewöhnlich. Aber wenn sie wirklich all die Töne hört, wie sie behauptet... Als Biologin verstehst du nichts von Kindern. Zeig mir eine 11-Jährige mit unterentwickelter Fantasie. Genieß alles, was Daffy dir erzählt, mit Vorsicht ein.